Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Gut, ist schon wieder so lange her, gestern, vorgestern. was habe ich denn im Inventar? Fuck off. Ja, nee. Das ist okay. Was? Ja, ich meine, man macht die auf und dann ist gleich mal so eine Reklametafel und dann fuck off. Ja, achte auf die Details im Hintergrund. So, hier. Ja. Da war ich eigentlich in die Rücke gelaufen. Dann, das ist ein Vordergrund. Oder ab und zu hier oben am Fenster. Oder, ach, keine Ahnung, es ist so, so viel kleine Details, auf die man achten kann. Genauso in den USA gibt es ja Uber als Taxiunternehmen, oder? Ja. Und hier gibt es Unter. So, normalerweise heißt es Timber, hier heißt es, wie heißt es noch? Tinder. Timber und, also Timber und, heißt hier, ja. Timber, mit M. Jo. So, Instagram heißt hier Instacrap. Ja gut, das trifft's ja auch irgendwie, oder? Ja. So, ich weiß noch, irgendwie... Sein Kiefer wirkt verdammt stark. Der Kaugummi klebt wieder, aber wie bekomme ich ihn zurück? Ey, ich wusste, da war ein Haken. Soll ich doch mit Dartfallen abschmeißen? Nein. Das hilft nicht. Der Kaugummi klebt... Der gibt seinen Knochen nicht freiwillig her. Ach, guck, mein Pochinki ist beim Nachbarn schon jemand eingezogen. Ach, guck, mein Pochinki ist mein erster Mate tot. Bitte nicht so viele Kommentare jetzt geben. Ich muss. Nimm auf. Okay, also der Hund gibt mir seinen Knochen nicht wieder oder das Ding nicht wieder. Hier, glaube ich, musste was Goldenes rein. Das Rohr musste ich auch noch, aber... Das ist gut, so wie es ist. Lefty hat gesagt. Erst reparieren, dann irgendwas machen. Gut. Schlagartig fällt mir gerade nicht so auf, was ich hier machen soll. Deswegen fahre ich jetzt einfach mit unter zu meinen Dates, die ich machen kann. So, okay. Hier war ich noch gar nicht. War ich da mal hin. Völlig neue Region, ich weiß nicht, was ich hier zu tun habe. Mein Arzt hat mir verboten, in Aschenbechern rumzustochern. Okay. In New Lost Wages ist sogar die Asche drin. Ich kann's dich bedienen, die sind gratis. Flyer. Erstmal umgucken und dann mit den Leuten quatschen. Was für eine komische Blume. Ein hässlicher Lappen, auf dem man ein Gesicht erahnen kann. Ein ordentlicher Krachmacher. Ein Plattenspieler. Ha, gute Technik. Da ist ein altes Buch drin. Das muss wertvoll sein. Der geschickte Züngler von Alfred Kitzler. Kitzler. Also der Barkeeper ist ein totaler Hipster. Ja, es ist ja auch eine Hipster-Bar hier, so wie das aussieht. Oh, quatschen wir mal an. Was ist das denn für ein Laden hier? Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Die individuellste, undergroundigste, hipste und veganste Bar der Stadt. Hier bekommst du alles, was du willst. Und alles ist glutenfrei. Gluten? Was soll das denn sein? Schmeckt das? Ich... Was? Ich...
Gleichmäßig atmen, Everett. Everett. Denk an Indien. Ich. Puh. Schwitzt ihr nicht unter den Bärten? Das sind die wahren Fragen. Ein Bier bitte. Sorry, unser Bio-Natural Pale Ale ist gerade aus. Wusstest du, dass natürliche Zutaten ohne Konservierungsstoffe ziemlich schnell verfaulen? Was habt ihr sonst so auf dem Menü? Wir haben Chai Latte, Maca Latte und normale Latte. Sag es nicht, Larry. Latte. Natürlich sagt er es doch. Alles mit Sojamilch natürlich. Außerdem Falafel und Halloumi-Sandwiches. Mehr Avocado-Gerichte, als ich jetzt hier aufzählen könnte. Alles regional und bio. Und glutenfreies Brot zum Ausprobieren. Also, was darf sein? Ist das Brot gratis? Ja, das kommt irgendwie nicht so gut an. Deswegen bieten wir es zum Probieren an. Dann immer her damit. Oh, schon mal Brot. Ich hätte gern eine Latte. Sehr gerne. Das macht dann $12. Was? Eine Latte bekomme ich woanders, aber billiger. Oh, ich sehe gerade, dass die Sojamilch abgelaufen ist. Brauchst du die noch? Eigentlich schmeißen wir die weg für die Leute zum Containern. Aber na gut, hier. Brauchst du die abgelaufene Sojamilch noch? Na klar brauche ich die. Ich wollte noch einen abgelaufenen Sojakuchen machen. Ein Bier bitte. Ernsthaft? Ich glaube, ich will doch... Für eine Bar ist das hier ziemlich ordentlich. Oh, wir sind hier schon richtig Subkultur, finde ich. Unter der Wandfarbe sind total harte Graffiti. Unter der Wandfarbe sind harte Graffiti, nee, ist klar. Schwitzt ihr nicht unter den Bärten? Überhaupt nicht. Wir haben uns vorhin schon gefragt, welcher unserer Bärte beeindruckender ist. Was meinst du? Welcher Bart ist besser? Der mit Schnauzer oder der ohne Schnauzer? Ich bin ja kein Schnauzer-Fan. Der goldglänzende Bart. Der goldenglänzende Bart ist toll. Schmierfett bringt mein Gold zum Leuchten. Siehst du? Das ist aber nicht vegan. Aber das ist es wert. Okay. Wir sehen uns später. Kann man mit dem nochmal? Nee, dann macht er nur das wieder an. Okay. Wir sehen uns. Hallo. Nein, ich will nicht mit dem reden. Wir sehen uns später. Geh weg. Ich will mit der Frau reden. Und mit Lemma. Bang the heat, baby. I'm your turbo lover. machst du Musik? Ist klar. Bang the heat, baby. Bang that head, baby. Ahead. Wenn das ein Anmachspruch werden sollte, war der ziemlich außergewöhnlich. Hey, danke. Das meinte ich jetzt nicht als... Ach, egal. Mein Name ist Larry. Larry Leffer. Stets zu Diensten. Lemma. Lemma Talica. Stets am Rocken. Ich mag deinen Style. Danke. Du kannst ihn gern imitieren. Aber ich mag deinen Retro-Look auch. Gehst du mit mir aus? Du verlierst keine Zeit, was? Mir gefällt das. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Du verlierst keine Zeit. Yep. Ich brauche aber Groupies, die was aushalten. Deswegen matchst du mich also bei Timber. Nein, ich matche alle Leute, damit sie zu meinem Konzert kommen. Ach so. Was für Auswahlmöglichkeiten. Wenn ich von etwas Ahnung habe, dann davon, wie man aufgeheizte Frauen abkühlt. Ich bin kein Typ für eine schnelle Nummer. Willst du mich heiraten? Ja, ist klar. Wenn ich von etwas Ahnung habe, dann davon, wie man aufgeheizte Frauen abkühlt.
In meinem Kopf klang das besser. Aber erstmal muss mein Gig überhaupt stattfinden. Es sind noch Plakate aufzuhängen und mein Drummer ist verschwunden. Ist nicht zum Soundcheck gekommen. Wollte in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand noch was trinken. Wenn mir der Name nur einfallen würde. Das mit den Plakaten kann ich gerne übernehmen. Oh, vielen Dank. Das würde mir sehr weiterhelfen. Hier, bitte. Alles klar, Plakate kleben. Krieg ich hin. Da könnte man noch was dazu... Und? Eins? Kann ich anscheinend irgendwo runtergehen? Nee, kann ich nicht. Okay, hier kann ich also sonst tatsächlich nichts weitermachen. Grim und ins Leather Suit. Dann gehe ich erstmal. Da war auch noch eine Plakatwand. Und eins. Die Wand ist zu voll. Glutenfreies Brot. Das hilft mir nicht. Schade. Ließe sich zu einer kurzen, dünnen Schnur abrollen. Sieht wie ein normales Brot aus. Vielleicht... Das kann ich da hinhängen. Hier sind ja immer viele Leute. Also, zumindest Lefty. Erin. Und eins weniger. Oh, oh. Was zur Hölle ist das? Hat Lefty da jemanden eingemauert? Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Den fasse ich nicht an. So wie der aussieht, hat er womöglich... Den wird er nicht vermissen. Alter. Ja, hab ich auch ganz so, what? Hat er irgendwie antike Schlecht? So einen hatte ich auch mal. Ich hab einen Goldzahn gekriegt, yay. Das hilft mir nicht. Aber mit dem Goldzahn kann ich eventuell den Automaten auf dem Klo füttern. Hört sich auch doof an. Das ist gut, so wie es ist. Nee, geht das was? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Schade, geht nicht. Sorry. Kann ich den... Was tropft denn da für ein blauer Glibber raus? Also grundsätzlich in diesem wunderschönen Glibber... Oder blau, also dunkelgrün eher, aber gut. Da habe ich ein Handy drin gefunden. Mm. Und das ist jetzt aber nicht das Handy, was ich hier habe, sondern das war ein Prototyp-Handy. Okay. Und das musste ich aber wieder abgeben und dafür habe ich aber ein anderes Handy geschenkt gekriegt. Eigentlich komme ich eigentlich aus der Vergangenheit, beispielsweise, ich weiß gar nicht, wie ich hierher gekommen bin, in die Zukunft. Also war eigentlich die Leiche, die da eingemauert warst, du? Keine Ahnung. Ich weiß, diesen mit dem roten Hut, ich weiß das nicht mehr aus den Larry-Teilen. Das ist 25 Jahre her, wo diese Spiele rauskamen, die noch länger. Wie gerade gesagt, der Hut kommt dem sehr bekannt vor. Er hatte auch mal so einen. Kann auch sein, dass er mal so einen hatte, aber also das, die Bar, in der ich hier gerade war, die gibt's aus dem ersten Teil von Larry und der Teil ist, glaube ich, 30 Jahre alt. Was, 30 Jahre? Ich glaube, das waren 8-Bit-Pixel-Point-and-Click-Adventures, wo du, weißt du, noch eintippen, wie das erste Monkey Island. Weißt du, okay. Wo du noch eintippen musstest, gehe zu und so weiter. Aus der Altersgeneration stammt auch schon Larry. Das ist wirklich alt. Ja,
Sag ich doch. So, gehen wir erstmal da rein. Hey, Moment mal. Das Gesicht kenne ich doch. War ich betrunken? Dann zähl's nicht. Du hast in deinem Profil vergessen zu erwähnen, wie schlagfertig du bist. Profil? Du meinst, wir sind bei diesem Timber befreundet? Genau. Aber von mir aus können wir mehr sein als nur Freunde. Oh je. Wedding Crasher. Wedding Crasher? Das natürlich gerne auch. Aber mit Benefits. Ich war noch nie auf einer Benefits-Veranstaltung. Kann man da weiß tragen? Dein Outfit ist absolut zeitlos, Hübscher. Meine Sensoren sind besser als die Augen dieses Kerls. Dein Profilbild andererseits, es wird dir gar nicht gerecht. Der kann froh sein, dass er nicht weiß, wie es unter der Gürtellinie aussieht. Pass auf, ich mach dir ein tolles Angebot. Ja. Willst du mir deine Frisur verpassen? Verlockender Gedanke, aber nein. Wie wäre es, wenn ich für dich ein ordentliches Fotoshooting organisiere? Wozu soll das gut sein? Ein ziemlich heruntergekommenen Sex. Professionellen Fotos sind 86,8% mehr Matches auf Timber. Okay. Kriegst du da Geschlechtskrankheiten? Keine Ahnung. Zuerst müssen wir einen romantischen Ort für die Aufnahme finden. Keine Sorge, Romantik liegt mir im Blut. Daran besteht kein Zweifel. Sag mir Bescheid, wenn du eine Idee hast, wo wir uns ablichten. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Muss man wahrscheinlich machen. Ach, hier kann ich noch ein Poster aufhängen. Schön. Hey, was willst du da abladen? Das ist nur Werbung. Wofür? Für ein Rockkonzert? Wer interessiert sich denn heute noch für Rock? Ich jedenfalls nicht. Na, dann bestimmt hier für Sexspielzeug oder so. Hey, was willst du? Das ist nur Werbung. Wofür? Oh, für ein neues Sexspielzeug? Oh. Interessant. Da steht eine Sexpuppe mit drei Titten. Das ist aber ein komisches Gerät. Kleb es ruhig hin. Und eins weniger. Hast du auch eine tolle Sexmaschine im Sortiment? Ja, habe ich selbst gebaut. Hatte damals einen Lover beim Straßenbauamt und bin billig an einen Presslufthammer gekommen. Ist inzwischen ziemlich verschlissen und hat eine dicke Kruste. Ein bekanntes Problem im Alter. Ich sollte jedenfalls wieder eine neue Sexmaschine bauen. Eine, die so richtig reinknallt. Danke für die Anregung, Kleiner. Aber gern doch. Ich freue mich auf das Ergebnis. Was gibt's? Beeindruckende Auswahl, gnädigste. Ich gehe davon aus, dass du alles auf Herz und Nieren getestet hast. Hm? Ich habe mich jedenfalls intensiver damit befasst als so ein Jungspund wie du. Hast du vielleicht eine Empfehlung für mich, was den Damen besonders gut gefällt? Normalerweise würde ich dir Sex Panther empfehlen. Aber nach dem Vorfall mit diesem Nachrichtensprecher ist das verboten. Für den Anfang empfehle ich dir eine Dusche, junger Mann. Eine lange Dusche. Du siehst aus, als wärst du seit den 80ern nicht mehr mit Wasser in Kontakt gekommen. Gibt es hier auch Stammkundschaft? Natürlich. Mach dir aber keine Hoffnung. Ich habe keine Bonuskarte für Dildos. Wäre aber eine gute Idee. Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Ich weiß, dass deine Facecam vor den Antwortmöglichkeiten ist jedes Mal. Was ist die davor? Ich habe da nicht drauf geachtet. Dann schiebe ich die doch ein Dick höher hier. Mach doch einen Ton. Sag doch einen Ton. Oh, danke, reicht. So, schieben wir die. Ich kann nicht. Ich werde die irgendwo oben ins Eck packen. Hier oben in die Ecke? Ja, links oder rechts irgendwo. Oh mein Gott, er schwebt. Einfach so. So, hier kann ich sonst nichts weiter anklicken, außer ihn nochmal. Der Horny Corn. Das finde ich schon beeindruckend. Ich kann auch noch jetzt. Eine Einhornmaske. Horny.
Warum kann ich die einfach so mitnehmen und die alte sagt nichts? Hey, weg da! Warum? Was ist da hinten? Gar nichts. Nee, du musst doch da irgendwie so ein Sexspielzeug draus bauen, oder? Muss man Eintritt bezahlen? Anscheinend, ich weiß es nicht. Das ist einfach für dich verboten. Aber das gehört doch offensichtlich auch zu diesem Laden. Nein, das ist alles. Also, mir wird hier noch ein Laden an diesem Ort angezeigt. Vorlautes Flittchen. Ach, was soll's. Ich verrate dir, was sich da hinten befindet. Komm mit und schau dir an, was ich für ein Doppelleben führe.